Hallo, hallo und Hallöchen, da kommen wir zurück zu Deponia. Ja, wir haben in der letzten Folge mit Hanek geredet. Das ist Haneks Papagei. Wenn Gase austreten, brauchen sie einen neuen Papagei. Wie fies. Der Sprengplan, wenn man den noch angucken kann. Ich weiß nicht. Ja, kann man. Habe ich die drei Häuser ausgewählt, weil die drei Herren, die in Rathaus Nachwenzel drankommen, sitzen da und haben genau diese Hüte auf. Dann geben wir doch mal das Sprengsignal. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Huch, was ist denn da passiert? Hallo Papagei, gucken wir uns den doch mal an. Netter Papagei. Ja, wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Das ist auch mein Ding. Dann reden wir nochmal mit Hallo. Papi. Hallo, hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Ich habe Hunger. Haben wir denn irgendwas zum Essen? Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Ja. Wo kommen wir da hin? Notfallstation? Gehen wir doch mal in Lonzos Kneipe. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Sehr nett. Ein Na Dartpfeil. klar, als könnte man mit dem Pfeil tatsächlich die Scheibe treffen. Ja, ich denke schon, dass es möglich ist. Nehmen wir mit. Was haben wir da? Geldstütz. Und alles interessant. Ein roter Vorhang, ein Schild. Plörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Kann das mitnehmen? Boah, gut, dass es ihn das nicht stört. Gucken wir uns doch mal Lonzo an. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Ja. Du, Reden wir noch mal mit Lonzo. ihm. Ja. Lange nicht gesehen, Lange nicht Lonzo. gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Bekomme ich einen Schnaps? Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Hast du von der Fremden Hast du von gehört? der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn, Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, hast du zufällig etwas, das wach macht? Ja, genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo? Alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte doch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Ja.
Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Okay. Hast du eine Präsentation? Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Na, nicht so fies sein. Nehmen wir mit. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Ja, was haben wir da? Ein geschlossenes Fach. Und da kommt wohl das Pulver rein. Ja, kannst du einfach öffnen. Ist, glaube ich, nicht drin. Und da kommt wohl das... Okay. Lonzo versucht... Süß! Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß! Aha, okay. Lonzo, können wir noch was mal reden? Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Wegen dem Pulvers? Wegen des Pulvers. Schieß los. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver? Ich sagte kein Schwarzpulver. Aber es wäre schwarz. Hör mal. Die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh je. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Ja, besonders aufputschend. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Dabei fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Und was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Das habe ich wohl verdient. Heiße Bohnen? Was sollen denn heiße Bohnen sein? Keine Ahnung. Tja, das ist wohl ein Rätsel für einen gehobeneren Intellekt. Stimmt. Du könntest Wenzel fragen. Ich habe von mir geredet. Entschuldigung, das hätte ich wissen müssen. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber ehrlich... Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Sieht abenteuerlich aus. Sieht ganz schön abenteuerlich aus. Ist es auch. 1A, das wollte ich hören. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser, wo gibt denn sowas? Klares Wasser? Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden.
Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Ja, aber herrlich hier. Energiereich? Wie kann das gemeint sein? Energiereiches Wasser? Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energiereich. Frag ihn doch mal. Puh, das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Aber ehrlich, belebend? Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal ehrlich vor. Ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Ich geh dann mal. Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Gut, wenn du wartest, gucken wir hier nochmal um. Da ist nichts, da ist ein Der ist dann wohl für das Wasser. Ja, könnte sein. Gehen wir weiter zur Grube. Hm? Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Schlüssel. Ah, hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Können wir den Papagei einfach mitnehmen? Ich habe Hunger. Haben wir irgendwas zu essen? Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Will Polly einen wahllos ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar? Dann eben nicht. Ehrlich. Immer diese Vögel, die zu viel erwarten. Was haben wir denn hier? Ein Hebel. Ein Ärzteschrank? Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Aber ehrlich, was haben wir da? Lachgas. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Ein Seziermesser. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Oh, egal. Nehmen wir mit. Und ein Zahnbohrer. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Ja, genau. Dann nehmen wir ihn trotzdem mit. So, dann gibt's noch den Lachgas und wir haben noch Luftballons. Jetzt haben wir einen Ballon mit Lachgas. Der Clown unter die Narkose. Ja, genau. Gut, dumm. Nein, da wollte ich nicht hin. Da war ein zu weit. Dann ziehen wir nochmal den Hebel. Hallo, Baum. Das ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht der nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Ein Polizeifach. Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Finde ich gut. Dann nehmen wir mal. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Was denn das überhaupt? Eine Fußfessel. Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrott. Vielleicht. Ja, wo können wir denn die Fußkette? Da besteht keine Fluchtgefahr. Ja, bist du sicher? Ja, ich pack die einfach aus. Was gibt's hier noch? Hier ist der Hebel. Handschellen in einer Waagschale. Die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf.
Gute Entscheidung, Rufus. Dann drück doch mal den Hebel. Kann man den auch wieder nach unten drücken? Da. Dann Ich nimm kann doch das den Ding nicht mehr Feuerlöscher. sehen. Ja, dann nimm es raus. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Genau. Seit das Alter viel. Ja, genau. Nimm die Fußfessel. Packen sie doch mal ins Feuerwehrfach. Da freut er sich bestimmt. Asbesthandschuhe. Asbesthandschuhe. Gizmo ist so ein Weichei. Ja, genau. Nimm mit. Was haben wir da noch was? Irgendwas? Kannst du mal. Oh, ist nichts gerade. Dann drück doch mal den Hebel wieder hoch, weil da oben kann man ja nicht dran. Nein. Strike! Genau, das wollte ich eigentlich. Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Ach gut. Nehmen wir doch mal mit. Und an den Ersthilfe kommen wir ja noch nicht dran. Was passiert, wenn man eigentlich sein Da Gitter? besteht keine Fluchtgefahr. Bist du sicher, Rufus? Ich meine, könnte ja versuchen abzuhauen. Boah, warte mal, das ist ja noch was Da ist ein geklappert. Loch in der Plattform. Ah, warte mal, das sieht doch schon mal aus, als könnte man das sabotieren. Super, haben wir schon wieder etwas sabotiert? Weil ich habe da vorhin schon was gesehen. Genau da. Jetzt kann die Plattform nicht aufgehen und da ist ein Dietrich. Ich habe ihn da für den Notfall deponiert. Verdammt! Ja, irgendwie ist das ein bisschen doof gelaufen, Rufus, oder? Dann gehen wir doch mal in den Dorfladen. Die Häuser blinken immer noch. Und da in die Notfallstation. Gehen wir doch mal hoch. Endlich bin Und. ich auf der richtigen Seite der Gitterstäbe. Ja, dann nehme ich noch mit. Kommen eventuell. Oh. Den Hebel auch nach oben drücken wieder. Können wir vielleicht den Arztschrank mit den Dietrich öffnen, wenn wir schon mal hier sind? Hey. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Du bist Ich Tetanus. frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Okay. Gehen wir doch wieder raus. Gehen in die Stadt. Hey, die blinken ja gar nicht mehr. Können wir da vielleicht. Boah, die sind noch dran und dann. Oha, das Sprengsignal. Genau. Achtung, Sprengung, genau, dann fangen die hoffentlich wieder an zu blinken. Dann gehen wir doch mal ins Dorfzentrum. Hallo, Chameleon. Nur er ist noch da. Selten so dämliche Hüte gesehen. Wie ich sehe, geht es voran. Ja, die anderen beiden mussten nach ihren Häusern gucken. Anscheinend haben die Müllsucher wieder eine Sprengung vermasselt. Was für Idioten. Aber die Ehrlich? Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnte ich doch. Vergiss es. Haben wir sein Haus vergessen? Das ist gar nicht sein Haus. Gehen wir noch mal in die Gasse. Ja, gucken wir uns doch noch mal den Plan an. So. Wo könnte sein Haus sein? Könnte das sein Haus sein? So, der Propellertyp war dabei und ich meine, den da war dabei. Könnte das sein Haus sein? Nee, das da ist sein Haus. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn sie alle drei nebeneinander wären. Oha, das. Ja, genau, Sprengung. Genau. Gehen wir zum Dorfkern und ins Rathaus. Hey, alle drei sind weg. Und wir kriegen die 63. Eigentlich hätte ich die 1 verdient, aber die 63 tut's auch. Genau. Denn wir sind jetzt ein bisschen weiter vorne als
Hatten wir nicht vorhin noch eine Nummer? Die 66 oder so? Oh, was passiert, wenn wir den Ich hasse machen? Schlangen. Ja, das hattest du, glaube ich, schon mal gesagt. Dann gehen wir doch mal dahin. Wir haben ja vorhin am Anfang des Spiels so Tonis hätte eine Peperoni gefunden. Oder eine Chilischote. Und wir haben so schöne Asbesthandschuhe. Die könnten wir doch mitnehmen. Eventuell. Genau. Wie sieht das aus? Nein, sieht einfach nur aus wie eine Chilischote. Was haben wir denn noch da? Wir haben so vieles jetzt gerade hier drin. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Leider erinnere ich mich noch an sehr vieles. Zum Beispiel daran. Ah, aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Ehrlich, jetzt, wo du so schön drüber guckst, können wir doch vielleicht... Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Keine Ahnung. Aber wir haben so eine schöne Spritze. Können wir die nicht vielleicht... Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Na, Rufus. Oha. Ja, da ist Rufus doch. Stierblut? Check. Was braucht man jetzt nochmal Stierblut? Ich habe keine Ahnung. Ja, Zambora, Luftballon, Lachgas, Dietrich. Wir haben so vieles. Aber ich sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Deponia und Ryan.